Was verbindet diese Millionen Jahre alten Ammoniten, ein Kunstwerk auf der Documenta 9 und einen Mathematiker aus dem Mittelalter? Es ist die folgende Folge, nämlich die Folge der sogenannten Fibonacci-Zahlen. Wir starten mit 2 mal der 1 und ab dem Moment bekommen wir jeweils die nächste Zahl, indem wir die beiden vorangegangenen addieren. 1 plus 1 ist 2. 1 plus 2 ist 3, 2 plus 3 ist 5, 3 plus 5 ist 8 und so weiter und so weiter. Und diese Anzahl, diese Zahlen, die steigen sehr schnell an. Nun, benannt sind sie nach Leonardo Fibonacci, der sie um das Jahr 1200 in einer Arbeit erwähnt hat, aber wahrscheinlich kannte man diese Zahl schon in der Antike und Fibonacci war einer der bedeutendsten Mathematiker des Mittelalters. Wie ist das Bildungsgesetz? Nun, Fibonacci hatte folgendes Problem vor Augen, und zwar das Problem des Wachstums von Kaninchenpopulationen. Und er sagte, na, zu Beginn gibt es ein Kaninchenpaar. Und wenn dieses Kaninchenpaar erwachsen ist, dann bekommt jedes erwachsene Kaninchenpaar in jeder Zeiteinheit ein weiteres Paar. Das neue Paar ist aber zunächst einmal unreif und braucht eine Zeiteinheit, bis es selbst wieder Nachkommen bekommen kann. Und jetzt fragt er sich, wie entwickelt sich die Population der Kaninchen? Und dazu, wenn ich wissen möchte, zum Beispiel wie viel in der fünften Zeiteinheit an Kaninchen da sind, dann muss ich wissen, wie viel gab es in der vierten und wie viel quasi neue Kaninchenpaare gibt es. Dazu müssen die Kaninchen aber zwei Zeiteinheiten alt sein. Also müssen es diejenigen sein, die aus der dritten Phase kommen. Also immer die beiden Vorgänge addiert man und bekommt damit das nächste Anzahl der Kaninchenpaare. Das ist genau das Bildungsgesetz. Und wenn man sich dieses Bildungsgesetz ansieht, dann startet man 1-1 und man sieht immer, zwei Zahlen addiert man, bekommt man immer, indem man die zwei Zahlen addiert, zur nächsten. Der 2, der 3, der 5, der 8 und so weiter. Und dieses Bildungsgesetz, das können wir uns jetzt auch etwas mathematisch formal aufschreiben. Das heißt nämlich, die n-te Fibonacci-Zahl bekommt man, indem man den Vorgänger und den Vorvorgänger addiert. Und so eine Formel, die nennen wir rekursiv, weil nämlich immer ein Folgenglied nicht direkt ermittelt wird, sondern aus den Vorgängern, hier aus den beiden Vorgängern, durch Addition ermittelt wird. Und was man natürlich noch lieber hätte, also eine rekursive Vorschrift ist, dass ich unmittelbar herausfinden kann, was ist zum Beispiel das Folgeglied F100, ohne die 100 Folgeglieder vorher berechnen zu müssen. So etwas nennt man dann eine geschlossene Form. Und um zu so einer geschlossenen Form zu kommen, das ist nicht ganz einfach, macht man etwas. Man macht einen Ansatz. Und zwar startet man mit einer sogenannten geometrischen Folge. Das ist einfach irgendeine Zahl Q, die man jedes Mal mit sich selbst multipliziert und fragt, welche solcher geometrischer Folgen denn dem Bildungsgesetz der Fibonacci-Zahlen genügen. Na, dazu muss man nichts anderes machen, als man setzt sie ein, dann habe ich Q hoch n gleich Q hoch n minus 1 plus Q hoch n minus 2. Jetzt muss ich nichts anderes tun, als durch Q hoch n minus 2 zu dividieren und dann bekommt man, wenn man alles auf eine Seite bekommt, diese vergleichsweise einfache quadratische Gleichung. Und diese Gleichung, die kommt uns bekannt vor, das ist nämlich genau die Gleichung, die wir aus dem goldenen Schnitt kennen. Und die hat, wenn man sich ausrechnet, zwei Lösungen. Hier Phi plus und Phi minus, nämlich 1 plus minus Wurzel aus 5 dividiert durch 2. Die eine Lösung, die ist positiv, ungefähr 1,62. Das ist die Zahl des goldenen Schnittes. Und die zweite Lösung, die ist negativ. Und was aber noch wichtiger ist, als dass sie negativ ist, sie liegt betraglich zwischen 0 und 1. Und das wird aus folgendem Grund wichtig sein. Denn jetzt kann ich die Fibonacci-Zahlen einfach darstellen als eine Kombination dieser beiden geometrischen Folgen. Und die kombiniere ich gerade auf diese Art und Weise, dass die ersten beiden Folgeglieder jeweils 1 sind. Kann man sich ausrechnen, will ich an der Stelle gar nicht tun. Das ist eine berühmte Formel von Binet. Und was an der Formel insoweit relevant ist, ist, wenn n groß wird, dann habe ich hier eine Zahl, die liegt betraglich zwischen 0 und 1, die wird dann exponentiell fallen und zwar gegen 0. Sodass für große n eigentlich nur dieses Phi plus, also die Zahl des goldenen Schnittes, hoch n übrig bleibt.
Und noch etwas sehen wir an dieser Formel. Wenn ich zwei Folgeglieder, die aufeinander folgen, durcheinander dividiere und das für große n tue, wo das wegfällt, dann bleibt genau hier Phi plus übrig. Und das ist das, was wir auch sehen. Der Quotient zwei aufeinander folgenden Folgeglieder, der strebt genau gegen die Zahl des goldenen Schnitts, also 1 plus Wurzel 5 halbe. Und das habe ich hier mal mit einfach ein paar Zahlen hinterlegt, damit man sieht, wie schnell das geht. Beide Vorgänge sind nämlich exponentiell. Man sieht schon hier unten, dass bereits, wenn ich nur 8 Fünftel nehme, ich schon mit 1,60 ganz eng an dem wahren Wert von 1,618 dran bin. Und hier bei Schritt 8 oder 9, da bin ich schon weniger als 0,1% neben dem wahren Wert. Also das konvergiert sehr, sehr schnell dagegen. Und deshalb nähern die Fibonacci-Zahlen genau die Zahlen des goldenen Schnittes so gut an. Und die Zahlen des goldenen Schnittes, die finden wir ja ganz oft in der Natur. Wir denken zum Beispiel an so einen Fichtenzapfen. Und auch hier sehen wir in der schönen Art und Weise genau die Zahlen des goldenen Schnittes. Und deswegen hier die Fibonacci-Zahlen. Deswegen wir die Zahlen des goldenen Schnittes brauchen, damit dieser Zapfen entsprechend rund wird. Und das Ganze sehen wir natürlich auch, wenn wir es schön in einer Spirale aufschreiben. Und diese Spiralform, die wir ja haben, die wir bekommen, wenn wir immer nach und nach Rechtecke in Größe der Fibonacci-Zahlen, also die beiden Seiten in Größe der jeweiligen Fibonacci-Zahlen machen, dann bekommen wir eine typische Form, die ganz ähnlich ist wie die Form, die wir an vieler Stelle in der Natur haben, ob wir die bei Galaxien sehen, ob wir die in der Sonnenblume sehen, ob wir die bei unserem Ammoniten sehen, ob wir die bei Blättern sehen. Deswegen einfach, weil es die Methode ist, zu der ich sehr platzsparend bin und wo ich möglichst den gesamten Bereich, wenn ich mich immer darum drehe, um diesen goldenen Winkel, möglichst optimal ausnutze. Also wie Sie sehen, ganz viele und ganz unterschiedliche Dinge hängen in der Mathematik zusammen und sie hängen zusammen mit den Fibonacci-Zahlen.